Joe Zimbauer am Sonntagsspiel gegen Lausanne, die High. Jetzt hat man eine sehr emotionale Woche gehabt. Auf die einen Seite euphorisch mit der Rückkehr von Tranquillo Barnetta. Jetzt kommen die negativen Stimmungen oder Stimmen nach dem, was mit Martin Stock-Lasa passiert ist. Was hat das alles unterm Strich für einen Einfluss auf die Mannschaft? Ja, ich denke mal, dass das zum Geschäft gehört. Wir haben eine Entscheidung, die wir akzeptieren müssen, und dementsprechend müssen wir uns als sportliche Leitung auf das Wesentliche konzentrieren mit der Mannschaft, und das ist das Spiel am Sonntag. Was sagen Sie zu den Gerüchten, die im Blick kundgetan worden sind, dass Sie und Martin Stock-Lasa heute nicht auf der gleichen Bühne hatten? Ja, ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen, denn wer uns kennt, der weiß, dass wir klar und deutlich sprechen und dementsprechend uns auch immer alles gesagt haben, und das, was da geschrieben wird, das kann ja geschrieben werden, aber letztendlich ist es irgendwo aus den Haaren gezogen, und dementsprechend können wir das nur akzeptieren, was da geschrieben wird, aber wir wissen dementsprechend auch nicht mehr, was ihr wisst, und wir müssen akzeptieren. Wenn es ein Entscheid war, wo nicht Sie getroffen haben, Sie sagen, das ist an den Haaren herbeizogen, dass Sie ein schlechtes Verhältnis hatten zum Christian Stübi. Sind Sie überrascht gewesen, wo Sie davon gehört haben? Zum Christian Stübi? Dass der Martin Stock-Lasa nicht mehr Assistenztrainer ist, hat Sie das überrascht? Naja, wenn der Sportdirektor morgens kommt und zahlt mir das mit, dann ist man natürlich überrascht. Ich glaube, die ganze Mannschaft, und wir waren alle überrascht. Aber es ist halt jetzt getroffen, und wir müssen es akzeptieren. Und wie gesagt, wir haben ein Spiel am Sonntag, und es ist wichtig, uns darauf zu fokussieren. Und das haben wir auch jetzt die Woche schon gemacht. Wo muss man den Hebel ansetzen jetzt in dem Heimspiel gegen Lausanne? Man ist jetzt nicht mehr Letzter, man hätte wieder mal einen Sieg können feiern auswärts, damit es eben auch in dem Stil weitergeht. Ja, wir müssen dieselbe Einstellung bringen wie gegen Lugano auch, dass wir vor allem auch in die Zweikämpfe kommen, dass wir die zweiten Bälle auch bekommen und dementsprechend auch das Spiel den Gegner aufdrängen, so wie wir es über lange Strecken in Lugano gemacht haben. Allerdings muss man auch da wieder gucken, dass man kompakter steht, nicht die einfachen Tore zulässt. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir auch gute Möglichkeiten, auch wenn wir wissen, dass Lausanne eine spielerisch gute Mannschaft ist und auch natürlich ohne Druck aufspielen können. Aber sie haben auch 4 Spiele jetzt in Folge nicht gewinnen können und oder auch verloren. Und dementsprechend haben wir einen, der ein Gegner ist, der angeknackst. Aber wir müssen trotzdem warnen, denn wir müssen unser Spiel gewinnen. Wir können nicht auf Gegner gucken, sondern wir müssen unser Spiel durchbringen und versuchen, das Spiel zu Hause zu gewinnen. Sie haben es gerade angesprochen, Lausanne ist sehr gut in die neue Saison gestartet, über den Erwartungen als Aufsteiger auch. In der letzten Woche ist das nicht mehr ganz so der Fall gewesen. Verwünscht man Lausanne vielleicht gerade zu einem guten Zeitpunkt? Ja, da können wir uns immer nicht aussuchen. Sie kommen im Endeffekt gerade mit 4 nicht gewonnenen Spielen, und wir haben jetzt gewonnen, also muss von der Seite ja schon besser für uns sein, aber da können wir so nichts davon kaufen. Wir müssen gucken, dass wir die Leistung auf den Platz bringen, so wie gegen Lugano, und dann haben wir auch gute Möglichkeiten, 3 Punkte zu holen.